Hey Leute, was geht? Mein Name ist Krimbo und neben mir ist der skillteste PC-Optimierer der Welt, SEO FPS. Und ja, Marc, dann sag mir mal bitte, was wir heute so vorhaben. Genau, heute zeigen wir euch, wie ihr mit wenigen Klicks euer Windows 11 optimieren könnt. Hier haben wir heute einen PC von Omen, den 45L, mit einer Intel-Generation der 12. Generation und mit einer 3080 Ti und ja. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Und wenn ihr das Video sehen solltet, wenn ihr auf der Arbeit seid oder irgendwo unterwegs, speichert es euch auf jeden Fall ab und guckt es euch später an, wenn ihr am PC seid. So, als allererstes zeigen wir euch, wie ihr euer System optimieren könnt, indem ihr auf Einstellung geht, unter dem Reiter System in die Benachrichtigung klickt, dort alle Benachrichtigungen deaktiviert, weil ihr wollt während des Spiels auf jeden Fall keine Benachrichtigungen bekommen. Das zieht Performance und stört nur. Selbst wenn man halt auf Turnieren, sag ich mal, nicht so viel Zeit hat, wenn man jetzt aufbaut und eine halbe Stunde spielt, dann kommt auf einmal mitten im Spiel ein Viertel deines Bildschirms kommt erstmal Benachrichtigung von Windows, dass er wieder ein Update ready hat. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Genau, hier gibt es auch nochmal die Zusatzoptionen. Die automatischen Regeln, einfach hier alles auf Ausdrücken, dann habt ihr auf jeden Fall keine Benachrichtigung mehr. Keine Probleme. So Karim, als erstes gehen wir unter den Punkt Barrierefreiheiten, gehen wir unter die visuellen Effekten. Da kann man nochmal einstellen, dass zum Beispiel die Animation der Fenstereinstellung nicht gegeben sind, dass die Transparenz ausgestellt wird. Hier können wir auf jeden Fall nochmal einen Performance-Zuwachs gewinnen, zwischen 5% und 10% Rechenleistung, je nach PC, das ist eine ganz coole Geschichte. Hier einfach auf den Reiter ausdrücken unter Transparenzeffekte. Die Animationseffekte werden auch noch deaktiviert. Genau, da haben wir noch ein bisschen mehr Performance. Krass, ich wusste gar nicht, dass es so viel Leistung zieht. Als nächsten Punkt gehen wir unter Datenschutz und Sicherheit. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, gerade was so Diagnosen- und Feedback-Geschichten angeht. Ein Programmsturz ab, und dann schickt der quasi einen Fehlerbericht an Microsoft-Servern. Mhm. Und das brauchen wir während des Spiels nicht. Wir wollen keine Kommunikation mit den Microsoft-Servern, Daten senden, deaktivieren. Und so sind wir auch fein. Hier beim Reiter Spielen könnt ihr mal raufdrücken. Hier findet ihr die Einstellungen zum Beispiel zu der Xbox Game Bar. Wir brauchen die für Counter-Strike nicht. Mhm. Also können wir hier die auch einfach deaktivieren. Ja. Wir nutzen die nicht, du nutzt die auch nicht, denke ich. Mhm. Als nächstes gehen wir in den Spielemodus. Der Spielemodus ist jetzt hier aktiviert. Das heißt quasi, wenn wir nur Counter-Strike spielen, dann brauchen wir eine Priorisierung nur für diese Anwendung. Solltet ihr Probleme haben, zum Beispiel wenn ihr streamt oder so, dann würde ich den Modus deaktivieren, gerade weil ihr OBS auch noch Performance braucht. Als nächstes geben wir ein, hier in den Reiter Suche, Karim, sysdm.cpl. Genau, hier kommen wir nochmal in die Systemeinstellung. Hier können wir nochmal unter dem Reiter erweitert einige Einstellungen noch tätigen. Kennst du wahrscheinlich schon, machst du auch jedes Mal, denke ich mal, vom Turnier. Hier können wir nochmal die visuellen Effekte angleichen, anpassen. Und hier sehen wir quasi die voreingestellten Einstellungen von Windows. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Ich kann nur empfehlen, dass wir hier für optimale Leistung anpassen drücken. Und dann können wir hier nochmal einzelne manuelle Einstellungen tätigen. Nee, auf jeden Fall, als du das, sag ich mal, bei mir gemacht hast, ist mir aufgefallen, dass die Konturen von der Schriftart halt so ein bisschen verpixelt waren und blurry. Das hatte ich dann halt gesucht und ich glaube, das ist... Genau, Kanten der Bildschirmschriftarten genau verfeinern. Das hat sich dann halt nur noch aktiviert, da es halt auch im Steam oder so in-game auch dann so war. Aber sonst habe ich fast gar keinen Unterschied gemerkt. Und wenn es mehr FPS gibt, dann nehme ich das mit Kusshand. Genau, ist zwar nicht viel, sind zwar so 2 bis 5 FPS mehr, aber Kleinvieh macht am Ende auch Mist. So Karim, jetzt kommen wir zu meinem speziellen Thema. Zu meinem Lieblingsthema, der NVIDIA Systemsteuerung. Also ich kann nur empfehlen, dass wir zum Beispiel hier bei den 3D-Einstellungen verwalten, extra für Counter-Strike ein Profil erstellen, sodass wir in normalen Desktop-Betrieben jetzt nicht sagen, okay, die Grafikkarte muss hier jetzt auf hohe Leistung laufen. Also ich hatte bis jetzt nur immer globale Einstellungen, aber die Einstellungen sind ja gleich, glaube ich. Also ich hatte immer Aktualisierungsrate immer höchste verfügbar, dann Energieverwaltung-Modus immer das höchste. Beim Modus für geringe Latenz, ich glaube, an sollte das Beste sein. Aber ich habe nur gelesen, dass ultra schlecht sein sollte. Also man kann sich überlegen, ob man es jetzt aus und an macht, kann ein bisschen rumspielen. Genau, nicht zu vergessen ist die Monitortechnologie. Kann man natürlich einstellen, wenn ihr einen G-Sync-fähigen Monitor habt, dass wir hier auf jeden Fall auf feste Aktualisierungsrate stellen. Bringt auf jeden Fall für CSGO einiges mehr als zum Beispiel G-Sync, was Input-Lag verursacht. Ja genau, habe ich auch jetzt immer so gemacht, G-Sync immer ausgemacht. Habe ich auf meine Grafikkarte ausgewählt. Unten Qualität hatte ich auch auf Leistung. Sehr guter Punkt.
sonst Threaded-Optimierung ein. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Also es muss jeder selber wissen, ob er jetzt einen Performance-Zuwachs dadurch bekommt. Ich bin der Meinung nicht. Oder ich lasse die Einstellung entscheiden, ob er diese Threaded-Optimierung durchführt. Ansonsten lasst es auf Auto. Ja. Da seid ihr auch fein mit. Vertikale Synchronisierung, also V-Sync, habe ich immer ausgemacht. Mhm. Und das war's eigentlich. Genau. So habt ihr eure NVIDIA-Systemeinstellung auf jeden Fall für Cornswalk optimiert, um die bestmögliche Leistung abrufen zu können fürs Spiel. Also das nächste Thema wäre zum Beispiel Hacks. Das ist unter dem Reiter Anzeigeeinstellungen zu finden. Erweiterte Anzeige. Könnt ihr erstmal überprüfen, ob eure Herzzahl des Monitors überhaupt eingestellt ist. Mhm. Nicht, dass ihr hier zum Beispiel auf 60 Hertz zu stehen habt, obwohl ihr einen 240 Hertz Monitor habt. Macht keinen Sinn. Ja, habe ich gehört, dass bei vielen der Fall war, zum Beispiel bei 144 zu 240 Hertz, mhm, die Leute einen neuen Monitor hatten. Ansonsten gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Unter den Reiter Grafik findet ihr die sogenannten Hex-Einstellungen, ist die GPU-geplante Steuerung. Das ist ein ganz cooles Feature, was von Windows 11 schon voreingestellt und aktiviert ist. Das bedeutet einfach im Groben, dass die CPU entlastet wird durch den GPU-Speicher oder die GPU-Prozessor. Mag bei einigen Spielen ein Zuwachs sein von zwischen 7 und 12%. Bei Counter-Strike ist es jetzt nicht so ein krasser, massiver, ja, Vorteil. Seht ihr auch, dass Counter-Strike zum Beispiel schon aktiviert ist, standardmäßig von Windows 11. Unter den Reiteroptionen könnt ihr hier nochmal auf hohe Leistung stellen. Ja, viel automatisierte Sachen sind jetzt mittlerweile drin. Früher in Windows 10 muss man halt viel selbst manuell einstellen. Ja, Windows 11 ist mittlerweile jetzt, Stand heute, ein sehr cooles Betriebssystem, was auch auf die Spiele eingeht, generell auf Spiele optimiert ist. Ja. So, jetzt starten wir auf jeden Fall mal den Gaming Hub von Omen. Finde ich ein sehr nützliches Tool, was sehr einfach gehalten ist. Unter dem Punkt Optimizer könnt ihr hier nochmal euer Spiel boosten, euer System nochmal einen Performance-Zuwachs geben mit simplen Klicks. Sehr einfach gehalten, einfach auf Konfigurieren drücken. Hier seht ihr nochmal Einstellungen, die nochmal ein bisschen tiefer ins System gehen. Ich kann euch nur empfehlen, oder dir, dass du hier einfach alles aktivierst. Was ist denn das? Wie gesagt, das sind ein bisschen tiefere Systemeinstellungen, die man normalerweise über Umwege oder über Skripte deaktivieren oder aktivieren kann. Okay. Hier über den Omen Hub ist es auf jeden Fall sehr einfach gehalten. Einfach den Haken setzen, auf manuellen Boost drücken und ca. 10 bis 20 FPS mehr. Krass. Genau, nachdem wir das Spiel geboostet haben, gehen wir mal unter den Reiter Cleaner. Hier können wir quasi nochmal das System überprüfen auf Mülldateien. Okay. Weil mit der Zeit sammeln sich Mülldateien an, mhm, oder irgendwelche Cache vom Download. Der Papierkorb müllt sich voll. Mhm. Safe. Was ich ganz cool finde, ist zum Beispiel hier der Steam Download Cache. Der ist mit drin. Den kann man auch mal ab und zu mal löschen, um mehr, okay, FPS zu bekommen. Cool, wusste ich gar nicht, dass sowas existiert. So, als nächstes gehen wir mal unter den Punkt oben Desktop. Hier kann man noch mal ein bisschen überprüfen, ob alles wirklich im grünen Bereich läuft. Für den Experten oder der sich damit auskennt, kann sich gerne auch noch mal damit beschäftigen, die CPU über dieses Tool zu übertakten. Hier kann man noch mal eine kleine Einstellung tätigen. Man muss nicht unbedingt ins BIOS, aber das empfehle ich jetzt nicht jeden. Sollte man schon ein bisschen Ahnung haben, ihr solltet den Regler jetzt nicht auf volle Pulle stellen, dann geht der PC auf jeden Fall aus. Deswegen tastet euch ein bisschen langsamer ran. Die Kühlung von oben ist sehr gut. Man kann auf jeden Fall hier noch ein bisschen was rausholen aus der CPU. Rate ich die jetzt nicht. Die CPU ist sehr potent, von daher brauchen wir das jetzt nicht. Als nächstes würde ich auf jeden Fall in die Steam-Konfiguration gehen. Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall ist bei den Steam-Freunden die animierten Avatare zu deaktivieren, weil das zielt richtig Performance. Profilrahmen ihrer Freundesliste anzeigen, einfach auf Ausdrücken. Dann gehen wir schon als nächstes in die Steam-Einstellungen. Hier gibt es nochmal den Remote Play. Den würde ich definitiv deaktivieren. Benötigt man nicht. Als nächstes gehen wir in die Bibliothek. Gibt es einen Modus für die niedrige Bandbreite. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil Steam soll auch wirklich keine Bandbreite ziehen im Hintergrund. Einfach hier die Haken setzen, auf OK drücken und dann sind wir da auch schon durch. In der Bibliothek findet ihr unter den Favoriten oder unter den Spielen Counter-Strike natürlich. Einfach Rechtsklick drauf, Eigenschaften und dann seht ihr hier Startoptionen. Hier könnt ihr zum Beispiel Startoptionen setzen, die während des Spiels oder vor dem Spiel geladen werden. Hier könnt ihr Config-Befehle eingeben, hier könnt ihr Startparameter setzen. Oh, das ist eine ganz coole Geschichte. Config-Befehle müssen immer mit Plus am Anfang deklariert sein. Ein wichtiger Punkt, was nochmal FPS bringt, ist der Mad-Q-Mode. Da sagt ihr einfach, wie die CPU arbeiten soll, ob sie in Single-Thread oder Multithread arbeiten soll. In dem Punkt lässt du den Wert einfach auf Default minus 1. Ich hatte den Wert, glaube ich, auf minus 2, wenn ich mich richtig erinnere. Was macht das einen großen Unterschied? Was?
Nein, minus 2 ist quasi der gleiche Parameter wie minus 1. Man kann also, nochmal, einige Nutzer berichten davon, dass man den Wert auf 2 setzen kann, um nochmal mehr FPS zu bekommen. Okay. Aber es gibt zum Beispiel mit einigen Ligen gibt es Probleme und du kannst schon gar nicht mehr auf den Server connecten. Oh, also einfach Default lassen. Das kann man auch im Spiel live ändern und beobachten, wie seine FPS sich verändern. So, Karim, als nächstes gehen wir in die Ingame-Settings. Dazu kannst du auch über einiges berichten, gerade was so Vorteile und Nachteile angeht. Ja, safe. Wollen wir mal anfangen? Ich habe bei globale Schattenqualität auf hoch, da es oft ein Vorteil ist, wenn man, sag ich mal, um Ecken piekt, man den Gegner teilweise früher sieht, da man seinen Schatten schon sieht. Wenn ihr die meisten FPS rausholen wolltet, solltet ihr es natürlich auf niedrig machen. So, den Rest habe ich eigentlich alles auf niedrig. Bei mir würde ich erst wieder einstellen. Spielerkontrast von Stärken ist, glaube ich, auch Standard. Zieht ein bisschen von der Grafikleistung, aber so FPS-technisch gesehen sollte das nicht viel ändern. Kein großer Einfluss. Genau. Der wichtigste Punkt wahrscheinlich im Ganzen, wenn ihr CSGO spielt und alles optimiert, aber Multicore-Rendering nicht anhabt im Spiel, habt ihr viele Probleme. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich hatte das mal aus Versehen ausgehabt und ich hatte so 100 FPS oder so. Sonst habe ich eigentlich nur noch was bei Multisampling Anti-Aliasing-Modus. Den habe ich auf 8x MSA. Aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen? Das ist einfach nur eine optische Verschönerung des Ganzen. Vermindert ein bisschen die Grafikleistung, hat aber jetzt auch nicht so einen großen Einfluss auf die Gesamtleistung. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier, wie in unserem Fall, die 12900er Serie habe von Intel, hat es keinen großen Einfluss. Sonst wären das eigentlich meine Videosettings gewesen. Den Obershader habe ich mal ein bisschen dran rumgespielt. Ich muss sagen, als ich den auf deaktiviert hatte, hat das ein bisschen geleckt. Als ich das aber einfach auf automatisch aktiviert gelassen habe, so wie es jetzt Standard ist. Würde man auf jeden Fall auch immer aktiviert lassen. Soll wohl ältere Grafikkarten ansprechen, die einen VRAM unter 4 GB haben oder integrierte Grafikchips von Intel zum Beispiel. So, Marc, würdest du denn sagen, das sind FPS-technisch die besten Einstellungen für jeden CS-Spieler? Auf jeden Fall. Die Einstellung kann man 1:1 übernehmen. Klar gibt es so Sachen wie Kantenglättung, die muss jeder selber für sich entscheiden, ob man eine optische Aufbesserung braucht. Auf jeden Fall, das kann man 1:1 übernehmen. Sehr gut. Stark, Mann, ich habe gute Settings. So, Freunde, zu guter Letzt hat Omen euch die Freiheit gegeben, den 45L zu erweitern, wie ihr wollt, ohne dass die Garantie erlöscht. Marc, mein Besser, ich danke dir, dass du mir heute gezeigt hast, wie man ein paar FPS mehr bekommt. Ich weiß, das sind nur die Basics und dass die Materie eigentlich viel tiefer ist. Genau, heute haben wir euch nur gezeigt, wie ihr mit simplen Einstellungen einfach mehr FPS erreichen könnt. Danke fürs Zuschauen, das waren Krimbo und Sea vom BigLan. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, wenn wir euch hoffentlich ein bisschen mehr FPS geben konnten.